Peggy 18. So Leute, da sind wir zurück hier in meine Butze. Bergi ist gerade nicht da, aber weil Bergi ja auch immer weitermacht, ne, muss ich ja auch mal ein bisschen weitermachen. Und ich will es mal da drüben. Ich weiß schon, was Bergi gemacht hat, aber ich sag's euch nicht. Ja, so ist das. Da können wir dann, da müsst ihr mich bestechen, dass wir mal dann bei Bergi Dingsen gehen, ne? Wisst ihr schon? Hier. Ne? Wie sagt man? Gucken. gucken, sagt man. Ich muss jetzt mal schauen, weil mir gefällt das hier noch nicht so ganz. Bei mir ist alles noch so ein bisschen unaufgebaut und noch so dahingestellt. Und ich weiß jetzt noch nicht, was ich jetzt noch hier weiterbauen soll. Übrigens, wenn ihr den habt, was ich auch bauen könnte, dann sagt mir das doch. Bergi hat ja jetzt mit seinem Fußballfeld da schon mal so ein Megaprojekt angefangen. Ich wäre jetzt eher hier für irgendwie da eine Grotte reinzubauen oder so. Und mir da vielleicht irgendwie so eine Art Schmiede oder Lagerhalle oder so. Hier habe ich nach unten gebaut. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht so ein Kellergeschoss mit Glasscheiben hier, damit man von unten ins Wasser reinschauen kann oder irgendwie sowas. Da schwebt mir noch sowas vor. Da muss ich mal... Das könnte man nämlich machen. Oder da unten so ein Raum rein, so ein Keller. Und dann vorne, wo es Wasser anfängt, dann so Glasscheiben. Damit man dann hier so da, hier drunter sozusagen dann da so rausgucken kann. Während hier die Haifische natürlich vorbei. Und ach ja, ich brauche mal einen Stall auch. Und ich brauche auch mal noch einen Gemüsegarten oder irgendwie sowas. Das will ich dann hier hinten irgendwo anpflanzen. Seht ihr hier, habe ich noch so ein Loch. Da war mal Sand drin, das habe ich mir da ausgehoben. Und da habe ich hier noch so ein kleines Beet. Dann will ich das hier nämlich begradigen und mir da hier so... Ja, so eine kleine... So eine kleine Art... Ich mache das jetzt mal weg hier. So eine Art... Wie sagt man denn? Feld? Wow. 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 Oh, Mr. Skeletor, ne? Da gehe ich jetzt nicht runter. Ich hätte zwar ein Schwert, ich würde mir vielleicht gleich dann so einen Angriff von oben wagen. So, ist er schon von hier runtergejumpt? Mit einem Header dann. Ach, voll auf die... Ach, da verbrennt er auch schon. Nur das brennende Skelette sind gute Skelette, wie wir ja schon gewusst haben. So, ich bin gerade ein bisschen verplornt. Ja, wo muss ich denn hin? Also, wenn ich jetzt... Wenn ich... Gott... Ach nein, darunter habe ich Angst. Ich muss mir erstmal hier so einen Überblick. Ich habe immer gar keinen Überblick. Also das ist das bei Bergi und mir, wenn wir Minecraft spielen, wir gehen immer so total ungeplant an die Sache ran. Das ist alles immer so überspontan. Ich könnte ja eigentlich rein theopraktisch hier aus dem Ding voll hier runter Wasser reinlaufen lassen. Ich weiß nur nicht wozu. Like this. Und jetzt habe ich da unten Wasser. Ja, genial, würde ich mal sagen. Schon mal auf jeden Fall. Wasser da unten drin ist extrem wichtig für mich. Weil Trinkwasserversorgung und so. So eine Trinkwasseraufbereitungsanlage wäre auch mal sehr lol. Da muss ich nur gucken, wie ich das realisieren soll. Ah, jetzt ist natürlich das Zombie da. Der Skeletor wird da maximal in die Presse gedruckt. Wird dann natürlich auch immer wieder gelöscht. Warum habe ich denn hier so einen Graben? Könnte man Wasser reinfüllen. Ach, ich weiß noch nicht. Ich bin gerade noch total unzufrieden hier mit meinem Baugebiet. Und deswegen muss ich erstmal hier zufrieden werden. Wenn du verstehst, was ich meine. So richtig zufrieden. Wieso geht da überhaupt eine Treppe hoch? Ich gucke jetzt mal, was ich so habe. Wir haben ja schon einiges da. Nein, Moment. Habe ich schon was eingeschmolzen? Eisen ohne Ende. Jawohl. Der letzte Höhlengang war ja richtig. Und ich habe richtig viel. Ich glaube, ich habe mehr... Ich glaube, ich habe mehr Schienen als Bergi. Dann könnte ich ja meine Achterbahn auch in meinem Haus rumbauen. Ohne dass er es weiß. Versteht er? So hinter Bergis Rücken. Einfach mal eine Achterbahn dahin gezimmert. So, jetzt muss ich mal gucken, wie lange ich jetzt hier... Ich muss unbedingt auch noch Days spielen. Heute Origins, mein Level 2 Hero Haus fertig bauen. Gestern angefangen, gestern Nacht noch tief. Tief in der Nacht war es eigentlich gar nicht. Sondern gestern Abend, Nacht... noch mein Fundament hingesetzt, da muss ich dann noch weiter zimmern. Jeder, der Origins spielt. Also wenn jemand Days spielt, dann Origins bitte. Ich bin ja ein alter DayZ-Hase.
falls ihr das wisst. Wenn nicht, dann wisst ihr das nicht. Und bald kommt auch hier Pro Evolution Soccer 2013. Und ich weiß, jetzt, wenn wir viele sagen, ah, kauft doch FIFA und so. Aber nein, ich werde wie jedes Jahr mir Pro Evolution Soccer kaufen. Und dann gibt es wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen Together Let's Play Turniere oder an sich. Und vielleicht kaufe ich mir auch dieses Jahr beides. Weil dann kann ich natürlich auch mit FIFA, mit Bergi episch zu zweien da durch die Gegend stravenzern. Weil wir ja die totalen Fußball-Pros sind, wie ihr schon wisst, Bergi ja sowieso. Und ich so halb. Was mache ich denn jetzt zuerst? Ich bin gerade voll unentschlossen. Ich glaube, da unten die Halle rein. Ich glaube, das mache ich. Das höhlen wir uns jetzt mal hier alles aus. Und dann mal gucken. Aber ich werde vielleicht sogar noch eine Etage tiefer gehen müssen. Damit das Sinn macht, oder? Wie viele Blöcke bin ich denn hier tief? 1, 2, 3, 4 Blöcke tief. Von diesem hier aus. Von diesem hier 4 Blöcke. 1, 2... Nee, warte mal. 1 Block, 2 Block, 3 Block, 4 Block. Da wäre das unterste. Das ist Quatsch. Ich muss 5 Block, 6 Block. Also 6 oder 7 muss ich auf jeden Fall tief. 6 oder 7 muss ich auf jeden Fall tief. 1, 2, 3, 4... Und dann hier 5, 6 und ein noch, würde ich mal sagen. Dann habe ich nämlich eine richtig schöne Tiefe erreicht. Da kann ich ja noch, wenn es ist, unten auch noch eine Erhöhung irgendwie mir reinzimmern. Dass es so halt wie so ein Raum ist. Dass mein Raum aussieht, als wäre ein echter Raum. Könnte man natürlich auch machen. Also jetzt bin ich übrigens vorne, habe ich mir nachgedacht, ich habe mir ein neues DJ-Equipment bestellt. Und es wird Zeit, dass wir mal wieder einen epischen Livestream machen. Wir hatten jetzt schon länger nicht mehr das Vergnügen. Fuck, bin ich jetzt schon so weit vorne? Seriously? Oh, Peggy, komm schon. Weil ich mache ja gerne mal so einen Livestream-Mix. Ich bin oft live in der Mix. Und das ist ziemlich episch, ziemlich lustig, macht mir persönlich sehr viel Spaß. Wenn ihr es noch nicht kennt, twitch.tv/pacman. Guck mal rein. Ist immer ganz geil, wir machen so Progressive House, Back to the 80s. Für die es jetzt schon kennen, labere ich jetzt natürlich total den unsinnigen Mist, den sie schon wissen. 2 ist immer ein bisschen madig, oder? 3 müssten wir schon hoch machen. Oder ich mache noch einen tiefer. Ah, ich weiß es auch noch nicht. Wir müssen auf jeden Fall noch weiter vor und dann würde ich mal sagen, mache ich sogar noch einen tiefer und gehe dann wieder hoch. Ne, ist eigentlich auch Blödsinn, einmal tiefer zu gehen und dann wieder höher zu gehen. Dann mache ich das lieber gleich so. Scheiße. Jetzt drückt es mal da schon den Sand rein. Ich wollte eigentlich das vermeiden, dass hier jetzt der Sand schon kommt. Wo bin ich denn jetzt? Aber da müsste ich mich jetzt tatsächlich irgendwann mal hochbauen, damit ich ungefähr weiß, wo ich bin, oder? In welcher Höhe. Aber wenn da schon... Da war ich auf der Höhe von dem Holz, glaube ich. Dann wäre hier, meine ich, schon das Holz. Da müssen wir uns mal schnell nach oben graben. Sand ist gefährlich. Aha. Also, und einmal hoch. So ein Wasserfahrstuhl ist natürlich auch total geil. So. Okay, jetzt bin ich hier. Das ist deutlich zu weit. Das heißt... Was mache ich denn jetzt? Warte, wir machen das mal anders. Ich mache das jetzt nämlich gleich mal so. Ich hole mir gleich mal Glasscheiben. Und dann mache ich das von außen auf. Und baue dann gleich Glas rein. Ich glaube, das ist am gescheitersten. Wenn wir das so machen könnten. Und dann haben wir nämlich da eine ganz wunderbare... Ein ganz wunderbares haben wir da. Jetzt müsste ich nur wissen genau, wo das ist. An sich ist ja auch eigentlich blöd, wenn ich mich an dem Holz da oben halte, oder? Müssen wir dann Teppich noch besorgen. Hier, Bergi hatte ja schon mal irgendwo. Die muss ich mich an seinen Schafen vergreifen. Aber da habe ich jetzt gar kein Problem damit, ehrlich gesagt. So, hier runter. Und dann da einmal durchbauen. Wenn meine Schaufel denn unter Wasser ist, funktioniert. Schlecht. Funktioniert aber sehr schlecht. Ach, das ist Sand auch noch. Das ist halt blöd.
Sand ist blöd. Oh, und die Gott, ich wäre jetzt fast. Fast wäre ich vertrunken. Ne, machen wir das von innen. Dann machen wir das von innen und lösen da die Wand ab. Ich mache mir meine ganze Insel gerade kaputt. Aber ich glaube, das ist ganz geil. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, vor allem auch rein optisch, macht es schon was her, wenn man das dann so macht, wie ich das so mache. Wenn man das dann so kann, wie der Peggy das kann, dann kann man das so machen. So, wenn ich mich jetzt hier rausbuddel. Da ist das Holz. Ja, das scheint ja ganz gut zu sein. Okay, also dann einmal hier geradeaus durch. Blöd, weil das dann natürlich darunter fällt, ja. Da hätte ich auch mal gerade dran denken können. Achso, da ist schon gar nichts mehr. Wie mache ich das jetzt? Oder ich hätte erst das ausglasen sollen. Und dann... Oder von außen das ausglasen. Versteht, was ich meine? Und dann auffüllen irgendwie mit... Dann auffüllen mit Sand oder so. Dann muss ich ja eigentlich hier... Upsi. Dann müsste ich ja hier auch noch weiter rüber graben, damit ich unten Platz habe. Das glaube ich mache ich jetzt mal zuerst. Damit der Raum hier schon mal größer ist, weil dann kann ich auch ein bisschen besser arbeiten. Man braucht ja immer Platz. Das merke ich ja auch bei mir in meinem Job. Wenn ich keinen Platz habe, dann ist alles scheiße. Entschuldigt meinen verbalen Kraftausdruck, aber das hat er gewohnt. Wieso habe ich denn hier Treppen hingegeben? Oh Gott, es wird Nacht. Normal bin ich ja der Badass Peggy und arbeite natürlich auch nachts, weil... Pff, bitch, please. Zombies können nichts, aber heute, weiß ich nicht, mache ich mir gerade doch ein bisschen mehr Gedanken über mein Verbleib. Also runter und jetzt rein. Ach, kennt ihr das, wenn ihr die ganze Zeit irgendwas machen wollt? Und ihr wisst, so wie ich jetzt hier, ich wollte die ganze Zeit zubauen, damit das Wasser nicht mehr reinfließt. Und ihr wisst ganz genau, das muss ich erst machen und ihr habt es die ganze Zeit vor, aber ihr macht es nicht, sondern ihr lauft dann wieder da rum und hier und schaut da noch und macht das und verliert dann den Gedanken total. Und dann, bei vielen ist das auch so beim Hausaufgaben machen, nicht wahr? Ja, ich jetzt mache ich aber Hausaufgaben. Und dann sieht man sich irgendwie vor dem Fernseher mit einer Flasche Cola in der Hand oder am PC... Let's Plays gucken oder zocken oder was auch immer und auf einmal ist schon draußen wieder dunkel und das soll im Sommer schon was heißen, wenn es draußen wieder dunkel ist. Ich glaube, ich baue da noch eins tiefer. Ja, weil es schöner ist. Weil es echt schöner ist. So, pass auf. Überlegen, irgendwann einen Holzboden da reinzimmern oder sowas. Also wie gesagt, wenn ihr noch eine Idee habt, was ich noch bauen könnte, dann guckt doch einfach mal da rein. Schreibt mir das mal dazu und dann können wir das mal bauen. Oder vielleicht können wir Bergis Projekte sabotieren. Nein, das machen wir natürlich nicht. Oder vielleicht doch? Na, wir werden sehen. Also hier erstmal tief gebaut. So, jetzt muss ich mal überlegen. Also hier drüben war... Da war auf jeden Fall da oben schon das Holz. Dann könnte ich ja jetzt rein theoretisch mir... Oder ich baue draußen... Nein, pass auf. Also, ich baue draußen eine Glaswand. Und von innen baue ich mich dann raus zu der Glaswand. Weil jetzt hier unter Wasser bauen ist ja eher so ein bisschen doof. Dann kann ich aber doch auch das noch ein bisschen hier weiter raus. Ne, das ist Dreck. Oakwood. Was ist denn das? Ne, das ist... Ne, scheiße. Wie sieht denn das aus? Peggy. Aber es sollte mir ja klar sein, dass Oakwood nicht so... Ich habe mein Haus hier mitgebaut. Gut, also Oakwood rein. Junglewood. Mit was habe ich denn das gebaut? Habe ich das mit... Ja, mit Birke wohl nicht. Dann wenn, dann mit Junglewood, oder? Ist das hier Jungle? Was ist denn das? Ja, das ist Junglewood. Dschungelbuchwood. Das ist mein Angelsteg übrigens. Falls ihr euch immer gefragt habt, was macht der Peggy eigentlich da? Was zur Hölle ist mit seinem Kopf bloß los? Das ist ein Angelsteg. Klingt komisch, ist aber so. Ah ja, pass mal auf. Jetzt Idee. Die Idee. Jetzt machen wir da nämlich so Pfosten, ne? Versteht ihr? Da kommt jetzt ein Pfosten, der das Ganze stabilisiert, weil...
Das kann er nicht einfach so hier im Nichts stehen. Das wäre total unreal. Und deswegen kommt jetzt da. Das müsste ich jetzt mit irgendwas machen, was ich leicht weghauen kann. Das wäre dann Sand. Sand und dann Glas. Das füllen wir jetzt nämlich auf. Hier, den Bereich, den ich dann zuhaben will, den fülle ich jetzt auf. Weil dann ist da nämlich kein Wasser mehr. Genial, ne? Der Pack, der... Manchmal ist er schon ein Hund. Jetzt war das so saublöd, was ich gemacht habe. Also er ist schon ein Hund, aber meistens ein ziemlich bescheuerter Hund. Weil er halt nur seine eine Gehirnhälfte benutzt, ne? Wisst ihr? Weißt du Bescheid? So. Boah, genial. Ja, erstklassig. Wie ich das hier gelöst habe. Da muss ich mich jetzt ein bisschen beweihräuchern. Weil es so gut riecht. Links, da drauf. Ja, nein, das war Fail. Aber den hat er schon gebaut. Jetzt müsste ich eigentlich von innen dagegen bauen können, nicht wahr? Aber das stört mich hier noch. Das könnte man auch nochmal wegmachen. Da könnte dann auch noch Glas hin. Saublöd. Und jetzt habe ich mein ganzes Glas verbaut. Verbraucht. Dann machen wir jetzt da ein bisschen ihn da rein. Und dann schmeiße ich nochmal ein neues Glas in den Ofen, weil er scheint hier schon fertig. Er hat gar nicht angefangen. Ach, das ist voll. Auch gut. Wenn der Stack halt voll ist, kann ich auch nichts mehr machen. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ich das jetzt hier machen kann. Das wäre natürlich jetzt sau episch, wenn das gleiche abschließt. Dann könnte ich jetzt rein theoretisch hier alles raushauen, ohne dass mir gleich das Wasser entgegen... Wow. Okay, und da... Nein, der ist noch nicht... Das ist nicht mehr gefährlich. Okay, da habe ich jetzt mein Cobblestone hin. Das heißt, da brauche ich noch Glas. Na, und? Wie? Wie war's? Wie war die Idee? War die nicht gar nicht mal so schlecht? Oh. Ich nehme alles zurück. Das ist ja klar, da war ja noch meine Stabilisationswand. Ja, das habe ich natürlich wieder ganz, ganz granatig gelöst. Ah, da habe ich zwei eingebaut. Why this? Weg damit. Gut. So. Ja. Schon mal für den Anfang schon mal gar nicht so gut. Da müssen wir mal gucken. Das hat noch auf jeden Fall Verbesserungsbedarf. Aber das kommt. Und ich muss mal... Ja, ich gehe mal Pferde jagen. Ich brauche irgendwas zum Reiten. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann, ne? Tschüss.